4 Tore, kein Sieger. Die Aufholjagd des VfL Wolfsburg in der Bundesliga hat einen leichten Dämpfer erhalten. Die Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia führte zwar lange gegen die nun seit 7 Spielen ungeschlagene TSG Hoffenheim, doch am Ende trennten sich beide Teams mit 2:2, 2:1, Andrej Kramarik sicherte den Kraichgauern mit seinem Ausgleichstreffer in der 72. Minute einen hochverdienten Punkt. Wolfsburg hatte die Partie zuvor dank ungewollter Mithilfe von TSG-Verteidiger Ermin Bikacic gedreht. Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga. Erst traf der Bosnier nach scharfer Hereingabe von Vlangreifer Daniel Ginczek per spektakulärem Flugkopfball ins eigene Tor, 28. Dann fälschte er einen Ginczek-Schuss unhaltbar mit dem Rücken ab 31. Hoffenheim war in einem unterhaltsamen Spiel durch Ajšek Belfodil früh in Führung, 4. gegangen. Die Wölfe, die zuletzt die imposanten Serien von RB Leipzig 1:0, zuvor 10 Ligaspiele unbesiegt, und Eintracht Frankfurt 2:1, zuvor 10 Siege in 11 Pflichtspielen, beendet hatten, blieben zum 3. Mal hintereinander ungeschlagen. Die Tabelle der Bundesliga. Belfodil schockt Wolfsburg. Nagelsmann hatte vor der Partie eine klare Marschroute vorgegeben. Da der Vorsprung auf die Niedersachsen zuletzt auf 3 Zähler schmolz, sei es ratsam, auswärts zu gewinnen, um sie auf 6 Punkte zu distanzieren. Der Check 2-4 Doppelpass mit Jusuf Paulsen und Peter Neururer am Sonntag ab 11 Uhr live im TV und Stream auf Sport 1. Die Hoffnung der Gäste auf den 2. Sieg in Wolfsburg im 11. Bundesliga-Jahr bekam schnell Nahrung. Ein Raunen ging durchs Stadion, als Torjäger Belfodil nach nur 100 Sekunden einen wunderschönen Konter über Joe Linden und Andrej Kramarik mit einem satten Volleyschuss zur Hoffenheimer Führung abschloss. Das Spiel zum Nachlesen im Live-Ticker. Doch Wolfsburg ließ sich durch den frühen Rückstand nicht aus dem Konzept bringen. Angeführt von Kapitän Joshua Gila Voguit, der erstmals seit seinem Kreuzbandriss am 1. Spieltag wieder in der Startelf stand, suchten die Hausherren permanent den Vorwärtsgang und kamen zu Chancen. Die Belohnung für einen engagierten Wolfsburger Auftritt kam nach einer guten halben Stunde per Doppelschlag. Erst landete ein Klärungsversuch von Hoffenheims Bikacic aus 5 Metern im eigenen Tor, dann legte der agile Ginczek mit seinem 4. Saisontreffer sehenswert nach. Nach einem Traumpass von Admir Mehmedi fackelte der Vlangreifer nicht lange und drosch das Leder freistehend aus halbrechter Position ins Tor. TSG bleibt am Drücker rund die Hoffenheimer. Die blieben vor 20.602 Zuschauern in der Volkswagen Arena stets gefährlich. Joe Linden schoss nach einem Solo über den halben Platz über den Kasten, 23. Belfodil kam nach Querpass von Nationalspieler Nico Schulz einen Schritt zu spät, 38. Die Highlights der Partie in Bundesliga pur am Sonntag ab 9:30 Uhr im TV und Stream auf Sport 1. Im 2. Abschnitt übernahmen die Gäste dann vollends das Kommando. Auf dicke Chancen musste Nagelsmann allerdings warten. Einzig ein Schlenzer von Kramarik, 49. und ein Versuch des eingewechselten Adam Schalay, 67. sorgten zunächst für Gefahr. Punkt. Dann traf Kramarik doch noch.